So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag Eine Sprache disruptiv lernen. Freue mich sehr, dass wir so viele Anmeldungen haben dazu. Und ich möchte gerne zu Beginn noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr jederzeit in den Chat auch schreiben könnt. Ich werde während des Webinars schauen, dass ich den Chat im Blick behalte. Aber zum Ende werden wir dann alle Fragen gerne durchgehen, so dass wir dann, also ich denke mal, von der Vortragszeit her haben wir 45 Minuten. Ich würde sehen, dass ich in etwa 35 Minuten mit dem Vortragsthema durch bin, sodass wir dann auch noch ein bisschen Zeit haben, um Fragen zu beantworten. Ja, in dem Sinne, wie gesagt, würde ich sagen, wir starten und freue mich, wie gesagt, dass so viele dabei sind. Ich bin vielleicht ganz kurz zu meiner Person im Vorfeld kein Sprachwissenschaftler und auch kein Linguist oder Sprachlehrer oder sowas in dieser Art. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin Neurowissenschaftler und ich habe vor 20 Jahren ein System entwickelt, mit dem es möglich ist, auf einem anderen Kanal sozusagen einen Höreindruck zu gewinnen. Und das möchte ich heute vorstellen. Freue mich sehr, dass das auf so reges Interesse stößt. Und tatsächlich ist die Aussage natürlich, eine neue Sprache in 3 Monaten zu sprechen, für manche etwas provokant. Andere sagen, es ist überhaupt kein Problem. Ich war als Austauschschüler mal im Ausland, da hat es genauso funktioniert in 3 Monaten. Also es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen dazu. Was euch heute in dem Vortrag von meiner Seite aus erwartet, ist wie gesagt kein Konzept aus der Sicht eines Sprachtrainers, sondern ein Konzept aus der Sicht eines Neurowissenschaftlers. Also mich interessiert letzten Endes immer, wenn eine Information ans Gehirn kommt, sozusagen, was genau macht das Gehirn damit? Und wenn wir uns anschauen, wie wir als kleines Kind eine Sprache lernen, dann stellen wir fest, dass wir schon im Alter von 24 Wochen im Mutterleib anfangen, sozusagen einen Höreindruck für Sprache zu gewinnen. Also wir hören davor schon Geräusche, ungefähr so ab der 14. Woche, aber ab der 24. Woche kann man ganz klar sagen, wir hören also tatsächlich den Klang der Sprache. Wir können das Klangbild, die Musik der Sprache über die Mutter, also über die Stimme der Mutter im Mutterleib wahrnehmen. Nach der Geburt ist es dann eigentlich ähnlich. Wir haben zwischen 10 und 14 Monaten Zeit, in der wir als Kleinkind tatsächlich nur hören. Also wir können lautieren, wir können schreien, wir können lachen und solche Dinge, ne? Aber wir sind in der Regel so frühestens mit 10, 11 Monaten in der Lage, auch Wörter im Sinne von, ich sage mal, von einem Audiocode zu verwenden, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Ja. Und dann so mit dem 10., 11., 12., 13. Monat fängt es dann an, für uns interessant zu werden. Das heißt, wir haben so viel Sprache gehört, dass wir anfangen, Dinge zu verknüpfen. Das heißt, wir begreifen zum Beispiel, dass dieses Gesicht, das uns da immer anlächelt, einen Audiocode hat, der Mama heißt oder eben Papa natürlich auch. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine viereckige Kiste mit 4 Rädern, dann begreife ich irgendwann, dass das Wort, also der Audiocode Auto zu dieser viereckigen Kiste gehört. Ne? Und jetzt ist es natürlich auch so, dass es im Prinzip eigentlich egal ist, von welcher Seite aus ich an so einen Audiocode rankomme. Also wenn ich heute sage, ich bin in Deutschland geboren, dann habe ich natürlich deutsche Audiocodes, also Auto, bin ich jetzt, sagen wir mal, in England oder in den USA geboren, dann habe ich genau das gleiche Bild, aber ich verknüpfe es mit dem Audiocode Car oder El Coche oder La Machina. Es ist letzten Endes egal, in welcher Sprache. Ich verknüpfe eigentlich nur im Begreifen etwas, was in meinem Weltbild entsteht, mit einem Wort. Das ist das, was das Gehirn macht. Ja? Und dann fangen wir auch an zu sprechen, in der Regel eben irgendwo zwischen 10. und 14. Monat. Wir fangen an mit einzelnen Wörtern, so Papa, Mama, Auto und solche Dinge. Dann kommen in der Regel so zusammengesetzte Minisätze aus 2, 3 Wörtern und dann eigentlich schon so mit 17, 18 Monaten können wir schon über 3, 4, 5 Wörter hinausgehen. Und das Ganze funktioniert tatsächlich im Sprachtraining über einen reinen Papagei-Effekt. Also ich nenne es immer Papagei, weil wir einfach nur nachquatschen. Ja, also das heißt, wir hören etwas, wir begreifen, dass dieses Wort zu diesem Objekt, zu diesem Produkt gehört und dann können wir
wir dieses Wort verwenden und können das ausdrücken. Und tatsächlich funktioniert alles das komplett ohne Grammatikregeln, ohne dass ich irgendwelche Wörter lese, sondern es ist ein reiner Imitationseffekt, der durch eine sogenannte Immersion stattfindet. Ja, das kennen ja viele von euch vermutlich, die sich mit Sprachen beschäftigt haben oder auch als Sprachlehrer vielleicht unterwegs sind. Letzten Endes ist es eigentlich nur eine Wiederholungsrate. Wenn man sich jetzt aber das Konzept anschaut, ich möchte es nochmal zusammenfassen von einem Kleinkind und das wirklich mal aus neurowissenschaftlicher Sicht anschaut, dann stellen wir fest, dass der erste und am längsten dauernde Schritt tatsächlich das Gefühl für diese Sprache ist. Also das heißt, wir fühlen und fühlen und fühlen, weil wir hören und hören und hören. Und jetzt sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, wo schon relativ schnell klar wird, dass wir heute im klassischen Sprachunterricht genau diese Zeit sozusagen nicht einsetzen. Das heißt, wir investieren wenig Zeit, um eine Sprache zu fühlen und gehen eigentlich relativ schnell gleich zu Beginn einer Unterrichtseinheit in den Bereich Denken. Also das heißt, wir kriegen dann Wörter, Tisch als deutscher Muttersprachler, wir wollen Englisch lernen und verknüpfen Tisch mit Table. Ne? Also das heißt, wir versuchen zu denken, anstatt die Sprache zu fühlen. Ja, das ist der große Unterschied eigentlich zu dem Erlernen einer Muttersprache oder genau das Gleiche, wenn ich als Austauschschüler im Ausland bin und nach 3, 4 Monaten sprachfähig bin in einer Sprache, dann liegt es daran, dass ich sie einfach tagtäglich für Stunden über Stunden über Stunden fühle, indem ich sie höre. Also das heißt, ich fühle als Kleinkind, ich denke, ne, also ich begreife, da ist ein Audiocode und erst dann fange ich an zu handeln. Das heißt also, ich werde tatsächlich in die Handlung erst dann gehen, wenn ich das Gefühl für die Sprache habe, wenn ich es begriffen habe und dann fange ich an quasi zu sprechen. Und genau dieses Konzept, und das ist jetzt eigentlich der interessante Faktor, das habe ich dann übersetzt für das Erlernen von neuen Sprachen für einen Erwachsenen. Ja. Es ist tatsächlich so, wenn man sich das nochmal wirklich runterbricht, dann haben wir in der Tiefe unseres Gehirns, wir reden hier über das limbische System, über all die Faktoren, die uns eigentlich gar nicht denken lassen, die uns auch nicht sprechen lassen, da reden wir über das Fühlen und das Handeln. Also das heißt, immer wenn ich etwas unbewusst kann, so wie ich jetzt zum Beispiel in Deutsch hier in meiner Muttersprache spreche, ich überlege nicht, welche Wörter ich nehme, sondern ich überlege eigentlich tatsächlich nur, welches Gefühl möchte ich vermitteln, welche Inhalte möchte ich vermitteln und das kann ich quasi intuitiv aus dem Gefühl der Sprache heraus. Und dann haben wir in dem Frontalkortex, also in dem vorderen Bereich des Gehirns, das sehr, sehr langsame Denken. Und tatsächlich ist es so, wenn wir versuchen, etwas in diesem Frontalkortex zu lernen, dann ist es meistens ein sehr langsamer Prozess, der lange dauert. Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei einem Autoführerschein, ja, werden sich viele vielleicht erinnern können, ist immer ein schönes Beispiel. Man sitzt in dem Auto, dann sagt der Fahrlehrer, drückt die Kupplung, gibt ein bisschen Gas, lass die Kupplung kommen und dann plopp, fängt man an, das Auto abzuwürgen. Und ein paar Monate später hat man ein Gefühl dafür, jetzt fährt man schon Auto, man kann nebenbei telefonieren, man kann aus dem Fenster schauen, man kann sich unterhalten und das ist tatsächlich ein automatisierter Prozess. Genau das ist das, was eigentlich auch das Sprechen, das fließende Sprechen in einer Sprache ausmacht. Also das heißt, man nimmt quasi global letzten Endes diesen Inhalt wahr. Ne? Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann gibt es hier im Unterricht oder im klassischen Lernen tatsächlich eine massive Verschiebung. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Studie, die zitiere ich immer gerne, ja, von einem Engländer, ja, der Sir Ken Robinson ist einer meiner wichtigsten Mentoren auch gewesen. Und der hat eine Studie begleitet über 10 Jahre. Man hat ungefähr 2500 Kinder genommen und hat geprüft im Alter von 3 bis 5 Jahren auf den Faktor der Genialität. Also Genialität heißt eigentlich nur, dass ein Mensch in der Lage ist, aus vielen verschiedenen Blickwinkeln heraus auf verschiedene Themen zu reagieren. Man hat ein Beispiel, wie man das misst. Man gibt so einem Kind eine Büroklammer und schaut ihm einfach zu, was macht dieses Kind mit der Büroklammer, ne, als Beispiel jetzt. Ne? Und dann kommt so ein Kind über einen gewissen Zeitraum auf 50, 60, teilweise über 100 Ideen, was es mit der Büroklammer spielerisch tun kann. Ein Erwachsener
Erwachsener, werden wir gleich dazu kommen, ist wesentlich geringer in seiner Kreativität und Genialität, weil er einfach schon eingeschränkt denkt. Das heißt also 3 bis 5 Jahre, noch nicht vorbereitet aufs Leben, man probiert einfach aus. Dann hat man genau die gleichen Kinder nach 5 Jahren wieder getestet, da waren die zwischen 8 und 10, sind wir runter im Bereich der Genialität auf 32%. Weitere 5 Jahre später sind wir runter auf 10%. Jetzt kommt es aber noch richtig dicke, also für alle, die erwachsen sind. Man hat in diesen 10 Jahren über 200.000 Erwachsene auf Genialität getestet und tatsächlich kommt raus, dass wir weniger als 2% Erwachsene haben, die noch wirklich genial sich bewegen in ihrem Umfeld. Wenn man das jetzt wiederum aus neurowissenschaftlicher Sicht betrachtet, ist es aber gar nicht verblüffend und die gute Nachricht für Sie alle, wir verlieren unsere Genialität nicht. Es liegt einfach nur daran, dass wir Erfahrungen sammeln und die Erfahrung zum Beispiel in einem Ausbildungssystem klassischerweise heißt, es gibt die Vorlage, aus dieser Vorlage heraus haben wir eine fertige Lösung. Du wirst auf diese Vorlage und die Lösung geprüft und du musst bitte genau dieses Ergebnis, also diese Lösung sozusagen liefern, um eine gute Note zu bekommen. Das heißt also, wir kriegen einen immer engeren Blickwinkel und wir hören auf, Dinge anders zu machen. Und genauso ist es auch zum Beispiel mit unserem Sprachsystem. Wir haben in der Zwischenzeit über 35.000 Kunden, aber tatsächlich ist der größte Teil der Menschen, die uns erstmal begegnen, äußerst kritisch. Und sagt dann, naja, wenn das so einfach funktionieren würde, dann würde es ja jeder machen, dann müsste es ja jeder so lernen können. Und tatsächlich ist es so, dass ich immer auffordere, wieder etwas kreativer, etwas freigeistiger zu werden, weil tatsächlich holen wir uns unsere Genialität über einen Geniestreich zurück. Ja, dieser Geniestreich heißt einfach, ich lerne in der letzten Konsequenz wieder wie ein kleines Kind. Das funktioniert so, dass ich sehr neugierig bin, auf dieses Thema zugehe. Also wenn man sich jetzt wieder das Kind vorstellt oder auch den Austauschschüler, der bei der Familie lebt, der ist extrem neugierig, der will das erleben, der kann letzten Endes auch gar nicht anders. Und er wird aus der Neugierde heraus eine gewisse Unordnung als gegeben annehmen. Das heißt also, es ist logisch, wenn ich eine neue Sprache lerne, wenn ich noch nie Spanisch gesprochen habe, dann ist quasi die Zusammensetzung des Spanischen alleine schon für mich eine Unordnung und natürlich auch die fremdklingenden, also der Klang der Sprache klingt sehr fremd, ist auch eine Unordnung. Ja? Und zu so einem genialen Lernprozess gehört dann einfach eine gewisse Reflexion. Also wenn man diese 3 Dinge zusammenbringt, dann hat man eigentlich alles, um das Gefühl auf der Stammhirnebene mit dem logischen Denken zusammenzubringen. Und da vielleicht auch wirklich nochmal der Hinweis, ich sage jetzt mal Lernen oder die Prozesse des Lernens eben nicht aus der Perspektive eines Erwachsenen zu betrachten, sondern aus der Perspektive eines spielerischen Umfeldes. Und ich möchte Ihnen da eine ganz wichtige Information dazu geben. Auch das ist wieder nicht lernpädagogisch verankert, sondern das ist tatsächlich einfach eine neurowissenschaftliche Information. Sprache ist kein Primärnutzen. Das heißt also, wenn ich heute eine Sprache lerne, also ich entscheide mich dafür, Spanisch zu lernen oder Italienisch oder was auch immer, dann ist tatsächlich die Sprache nicht der Erstnutzen. Der Erstnutzen ist die Fähigkeit, die ich dann gewinne, um in dieser Sprache mit Menschen zu kommunizieren. Also das heißt, wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir Englisch lernen um des Englischlernens willen, sondern wir müssen immer gucken, was ist das Warum, also warum möchte ich eine Sprache lernen? Und Sie alle kennen ja diesen Klassiker vermutlich, ja, wenn ich mich heute als Deutscher in eine Italienerin oder in einen Italiener verliebe, der spricht kein Wort Deutsch, ich kein Wort Italienisch, dann bin ich innerhalb von 4, 5, 6 Wochen so weit, dass ich eine Grundlagengesprächsführung beherrsche, weil das Warum, ja, also dieser Status, ich habe mich verliebt, ich möchte mit der Person sprechen, der erfüllt sich nur, wenn ich die Sprache benutze und das ist dann quasi der Erstnutzen, dass ich kommunizieren kann. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wie kann man das als Erwachsener in einer Lernsituation, die jetzt nichts mit klassischem Unterricht zu tun hat, das möchte ich an der Stelle gleich mal betonen, wie könnte ich das umsetzen? Dann würde das bedeuten, dass ich die Sprache über viele Stunden pro Tag fühlen müsste. Also das heißt, der einfachste Einstieg in ein Sprachtraining wäre, bevor ich irgendetwas aktiv tue, also bevor ich was lese, bevor ich eine
Wortverbindung erschaffe, bevor ich irgendetwas tue, würde ich die Sprache für mehrere Stunden pro Tag über mehrere Wochen hinweg im Idealfall hören. So, als würde ich im Ausland leben, ne? Und ich würde auch irgendwo teilnehmen. Wir hatten jetzt gerade im Beitrag im Chat, ne, dass man natürlich als Kind auch die Gesten, die Handlungen anschaut. Das ist natürlich völlig richtig, ne? Also gegenüber dem reinen Hören habe ich natürlich als Kind noch den Vorteil, dass ich auch Blickkontakt, also man muss alles dazu nehmen. Ja? Wir haben Gerüche, wir haben Tastsinn und so weiter. Das habe ich beim reinen Hören natürlich nicht. Aber der Vorteil ist, wenn ich als Erwachsener etwas höre, dann muss ich mir ja nicht mehr ein Weltbild aufbauen. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich jetzt so ein Glas Wasser hier in der Hand habe, dann weiß ich als Erwachsener, dass das ein Glas Wasser ist, dass ich daraus was trinke etc. Das muss ich als Kind ja auch erst aufbauen. Also das heißt, ich würde die Sprache fühlen. Nachdem jetzt natürlich die meisten Menschen, die eine Sprache lernen wollen, ja tagsüber irgendwie anders beschäftigt sind, haben wir eigentlich genau diese Entwicklung zugrunde gelegt, die ich damals, ich habe die nicht für Sprachenlernen entwickelt, ja, das muss ich auch dazu sagen, sondern der Neos, das ist ein kleines technisches Gerät, mit dem man über die Haut hören kann, also hat die Größe von einer Scheckkarte, man hat zwei so kleine Pads, die bringt man auf der Haut auf und es ist dann sehr, sehr schnell in den Bereich Lernen und Sprachenlernen auch übergegangen, weil wir in dem Forschungsstadium dann festgestellt haben, dass wir über diese Frequenzen, die wir auf die Haut aufbringen, tatsächlich das Broca- und Wernicke-Areal aktivieren können. Das sind genau die beiden Bereiche im Gehirn, die Sprache verarbeiten. Ne? Und wenn man das jetzt noch weiter runterbricht, also wie komme ich überhaupt dazu? Die Basisforschung, auf der das Ganze dann aufgesetzt hat, war eigentlich die Idee, dass ja der Hörsinn, also der, ich sage jetzt mal rein von der Entwicklung, also der menschliche, also nachdem die Samenzelle, die Eizelle befruchtet hat, dann fängt ja die Teilung an, 4 Zellen, 8 Zellen, 16 Zellen und so weiter, dann entwickelt sich zuallererst die Haut, ne? Also quasi die äußere Abgrenzung, ne? Die ja dann auch als Embryo, als Fötus und so weiter dann entsteht. Und das Faszinierende dabei ist, dass die Haut als unsere äußere Abgrenzung mit allen Organen verbunden ist und zwar auch mit allen Sinnesorganen. Und wir zum Beispiel heute wissen, dass wir über die Haut, also ist ja zum Beispiel Tastsinn, ne? Also das können Sie ja selber ausprobieren, wenn Sie sich über Ihre Hand fahren oder über die Backe, ne? Dann merken Sie sofort, okay, da ist ein Tastsinn, Sie können Wärme wahrnehmen. Tatsächlich gibt es Forschungen, dass erblindete Menschen Farbe wahrnehmen über Farblichtlampen. Ne? Also die können über die Haut sagen, ob das ein grünes, ein gelbes Licht ist. Und genauso kann man eben auch Sound, also Klang über die Haut wahrnehmen. Ne? Und so ist eigentlich diese Geschichte losgegangen. Und dass das natürlich dann relativ schnell im Sprachtraining gelandet ist, ist auch klar, weil diese Idee daraus dann resultiert ist. Das heißt also, Sie haben im Prinzip zwei kleine Pads auf der Haut. Sie haben ein, also heute ist es tatsächlich so groß wie die Scheckkarte, also ein kleines technisches Gadget. Sie tragen das den ganzen Tag und Sie können darüber über die Haut im Prinzip eine Sprache aufnehmen, als wären sie im Ausland. Ja? Das heißt aber nicht, dass sie die Sprache deswegen können. Das möchte ich gleich nochmal dazu sagen, weil natürlich ist nur das reine Hören nicht der Faktor, der uns in die Kompetenz bringt. Das reine Hören deckt jetzt, wie man es auf den Folien sieht, nur, also was heißt nur, ja, das ist der größte Bereich bei uns mit 80%, er deckt den Bereich des Fühlens ab. Also das heißt, ich höre und höre und höre und ich kriege ein Gefühl. So, und sobald ich das Gefühl habe, fange ich an, die Sprache zu durchdenken. Und da habe ich dann eine Methode gewählt. Ich habe mich natürlich lange damit beschäftigt. Ich habe da eine 1995 schon eine Dame kennengelernt, die auch eine ganz wichtige Mentorin für mich war. Also ich denke, der eine oder andere von Ihnen kennt sie vermutlich auch, Vera F. Birkenbiel. Und Vera F. Birkenbiel hat eine Methode von Heinrich Schliemann übernommen. Also die ist jetzt schon bald 160 Jahre alt, diese oder bald 170 Jahre. Eine Methode, die man heute als Dekodierung oder Wort-für-Wort-Übersetzung kennt. Die hat sich leider nie so durchgesetzt, aber die ermöglicht uns das Denken, und das ist jetzt wieder meine Verknüpfung sozusagen als Neurowissenschaftler, die verhilft uns, das Denken sozusagen auf einen extrem einfachen Level zu bringen. Ich zeige Ihnen das dann auch gleich. Ja? Und danach muss ich eigentlich nur noch handeln. Also das heißt, wir geben unseren Kunden dann die Möglichkeit, dass sie die Texte, die sie gefühlt, also dauerhaft gehört haben, die sie dann verstanden haben, dass sie die in einem ganz, ganz einfachen Prozess, und zwar in einem
ich sage jetzt mal, Kommunikationsprozess, den wir auch den Papagei-Effekt nennen, dass die einfach im Chor nachsprechen. Also ein völlig simples System, hat nichts mit Vokabellernen auswendig zu tun, hat nichts mit Grammatikregeln zu tun. Das kann man alles on top machen, aber tatsächlich ist es eher wie das Lernen einer Muttersprache. Das heißt also, Sie lernen aus dem Kontext. Ich möchte Ihnen das gerne zeigen, also damit Sie die drei Schritte sehen, also dieses Hören über die Haut, weil das jetzt auch schon jemand fragt im Chatbereich, wie viel trägt es bei, wenn man es nicht versteht, wenn man die Wörter nicht versteht. Tatsächlich ist es so, dass dieses Fühlen der Sprache ungefähr 80% der Zeit braucht bei uns. Ne? Der große Vorteil ist, nachdem Sie diese Pads einfach irgendwo auf der Haut haben, den Neos in der Hosentasche stecken haben, kostet es Sie keine Zeit. Also die meisten unserer Kunden machen das tagsüber, wenn sie auf der Arbeit sind, wenn sie Auto fahren, abends beim Fernsehen schauen. Wir empfehlen insgesamt 8 Stunden Hören dieser Sprache. Der große Vorteil ist, wir sind bei diesem Hörprozess auch noch in einem Level, der das Gehirn in seiner Aktivität ausgleicht. Das heißt also, wir haben nicht nur den Hörprozess, wir lagern also 80% der Sprachlernzeit auf das Unbewusste aus, sondern wir haben auch noch den Vorteil, dass wir körperlich deutlich entspannter sind, eine höhere Konzentration genießen und auch noch einen verbesserten Schlaf und eine bessere körperliche Regeneration haben. Ist also wirklich ein ganz, ganz fantastisches, sehr einfaches System. Aber jetzt ganz wichtig, ne, um auch auf die Frage von Sandra zu kommen, Sie müssen dann das Ganze natürlich aktiv verknüpfen. Also nur weil Sie es passiv hören, haben Sie noch nicht die Möglichkeit, die Sprache zu sprechen. Bei uns sieht es dann so aus, ne, mit dieser Methode nach Birkenbiel und Schliemann. Wir geben Ihnen in der Regel kriegen Sie einen kompletten Dialog bei uns. Den lesen Sie sich durch und dann werden daraus quasi die Übersetzungen abgeleitet. Nehmen wir mal an, Sie möchten Spanisch lernen, Sie haben in dem Dialog zum Beispiel am Schluss auf Wiedersehen, ja, dann würden Sie dort im ersten Schritt erstmal den deutschen Dialog lesen, auf Wiedersehen. Sie wüssten, da verabschiedet sich jemand, das ist Ihr inneres Bild. Und dann würden Sie die sogenannte Wort-für-Wort-Übersetzung in Spanisch sehen. Das wäre jetzt in diesem Fall bis die Sicht. Ne? Und erst wenn Sie verstanden haben, auf Wiedersehen, bis wir uns wiedersehen, bis wir uns sehen, bis die Sicht. Also das ist ein kleiner kognitiver Prozess. Wenn Sie den abgeschlossen haben, der dauert wirklich gar nicht lange. Das ist ein reines Gefühl, das man erzeugt. Erst dann kriegen Sie die spanischen Wörter, jetzt in dem Fall hasta la vista. Also man kann natürlich auch hasta luego sagen oder was auch immer. Aber ich jetzt in dem Fall würde eben hasta la vista übersetzt werden, bis die Sicht. Also nur damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was wir da genau machen. Ich zeige Ihnen das mal an einem kurzen englischen Text, ja, weil das Einzige, was Sie jetzt noch machen würden, wäre, Sie müssen das nochmal nachsprechen mit 5, 6, 7, 8 Wiederholungen. Dann haben Sie es gefühlt, also über die Haut passiv gehört, Sie haben es verstanden, ne, und dann, genau, bis die Sicht, Baby, sehr gut, genau, Sie haben es dann verstanden und Sie plappern es nach, also im Sinne vom Papagei, und Sie können es verwenden, ne? Also es ist ein ganz spannendes Thema. Wenn man das jetzt auf das ist jetzt zum Beispiel eine Einsteigerlektion, wenn Sie kein Wort Englisch könnten, wir arbeiten dann noch nach dem Pareto-Prinzip, wir geben Ihnen die wichtigsten Verben, sein, können, haben und so weiter. Hier geht es jetzt um das Verb sein. Dann würden Sie auf Deutsch lesen, hallo, ich bin Michael, ich freue mich hier zu sein, ich bin Sarah, ich bin mit Michael hier und wir sprechen Englisch. Ja, mit dem Verb sein kann ich viele Sätze bilden. Sondern was Sie jetzt machen, Sie stellen sich vor, keine Ahnung, der Michael hat ein weißes Hemd an, die Sarah eine blaue Bluse, er hat ein Prosecco in der Hand oder ein Espresso, egal was. Also Sie machen sich ein Bild, wie die beiden sich eben unterhalten. Ja. Und dann gehen wir her und geben Ihnen eine Übersetzung, die quasi wirklich sich an den englischen Wörtern orientiert. Und Sie lesen dann plötzlich auf Deutsch, hallo, ich bin Michael, ich bin erfreut zu sein hier. Ne? Also es ist schon sehr ähnlich, ich freue mich hier zu sein, aber eben, ich bin erfreut zu sein hier. Und ich bin Sarah, ich bin hier mit Michael, wir sind sprechend Englisch. Ich kann machen viele Sätze mit dem Verb sein, für Beispiel, ich bin in Deutschland. Ne? Sie merken schon, man versteht es auch, was dort gesprochen wird, auch wenn es ein bisschen eigenartig klingt. Vielleicht können Sie sich erinnern an Trapattoni, wie der geschimpft hat, ne? Gespielt wie Flasche leer und so weiter. Im Prinzip ist es ein umgekehrter Effekt. Und dann würden Sie
ausschließlich Muttersprachler im Training bekommen. Und der Vorteil ist, sie können jetzt die Sprache im Aufbau verstehen, ohne dass sie jemals sich eine Grammatikregel anschauen. Genauso wie sie grammatikalisch korrekt in ihrer Muttersprache gesprochen haben, bevor sie jemals die Schule betreten haben. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, damit Sie das jetzt sehen. Also Sie würden jetzt, also ich bin kein Muttersprachler, ich lese es aber trotzdem mal vor. Also hello, I'm Michael, I'm pleased to be here. And I'm Sarah, I'm here with Michael. Und während ich das vorlese, könnten Sie unten mitlesen. We are speaking English. Und Sie sagen, Moment, speaking, sprechend. I can make many sentences, Sätze. With the verb be, for example, Beispiel. Also das heißt, Sie kriegen über diese Dekodierung eigentlich den grammatikalischen Aufbau der Sprache, ohne dass Sie den Umweg, also diese Gehirnakrobatik, eine Grammatik zu lernen, ist ein extremer Aufwand für uns, für unser Gehirn das Ganze zu verstehen. Ich gebe immer ein schönes Beispiel, das wäre so, als würden, also ich bin zum Beispiel technisch, ich sage jetzt mal, auf Elektronik und so weiter bin ich da sehr fixiert, ja, aber zum Beispiel Technik mit einem Auto, würde ich sagen, bin ich eher eine Nulpe, also da kann ich nicht viel. Jetzt würden Sie aber zu mir sagen, also Joshua, du darfst erst Auto fahren, wenn du den Motor von deinem Auto komplett auseinanderbauen und wieder zusammenbauen kannst, so, dann würde ich niemals Auto fahren. Ich habe genau das gleiche Problem mit Grammatik. Also ich war ein recht guter Schüler in Deutsch. In Englisch war ich ein ganz schlechter Schüler, weil ich dort sozusagen den Eindruck hatte, ich wäre untalentiert. Aber der Knackpunkt ist, ich habe bis heute 8 Bücher geschrieben. Jetzt sagen Sie, wie kann denn der 8 Bücher schreiben, wenn er in Grammatik nicht fit ist? Ja, ich kann es Ihnen beantworten. Dafür gibt es Lektoren. Die sind spezialisiert darauf. Genauso wie ich mein Auto in eine Werkstatt bringe. Die können den Motor reparieren. Ich kann das nicht. Und ich sage mal, der Durchschnittssprachlerner möchte eigentlich nur kommunizieren. Und dafür brauche ich keine Grammatikregeln. Ich muss einfach nur korrekt sprechen. Und das kann ich durch einen Kopiereffekt wesentlich einfacher machen, als über diesen Umweg Grammatikregeln, die, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, die auch die meisten in ihrer Muttersprache überhaupt nicht kennen. Also ich, wie gesagt, wenn ich Ihnen heute deutsche Grammatikregeln erklären sollte, ich wäre geliefert. Also das wäre sozusagen der Aufbau. Das Geniale dabei ist, dass Sie jetzt eigentlich, wenn Sie das gehört haben, über den Neos, gehört, haben Sie ein Gefühl und jetzt haben Sie es verstanden mit der Wort-für-Wort-Übersetzung und jetzt gehen Sie her und tun das Ganze tatsächlich einfach nur noch laut im Chor mitsprechen. Wir kontrollieren nicht, wir verbessern Sie nicht und wissen Sie warum? Wir brauchen das auch tatsächlich gar nicht, weil Sie es schon ein paar hundert Mal gehört haben. Sie sprechen annähernd akzentfrei, weil Sie 80% der Zeit schon mit Hören verbracht haben und das hat sie keine Minute ihrer Zeit gekostet. Das ist eigentlich das Geniale. Und jetzt fragen natürlich Leute immer sofort, ja okay, aber was kostet es mich denn jetzt, wenn ich so auf diese Art eine Sprache lernen will? Und da bin ich natürlich auch immer sehr pragmatisch. Ich sage immer, es gibt zwei Punkte, die man dabei ins Kalkül ziehen muss. Ich bin da auch gleich ganz offen und direkt. Bei uns ist es so, dass die meisten unserer User und unserer Kunden deutlich mehr Zeit als Geld haben. Also wir haben in der Regel keine Kunden, die zu Hause sitzen und eigentlich darauf warten, mit was sie sich beschäftigen sollen. Wir haben in der Regel eigentlich High-Performer, die sagen, ich habe wenig Zeit, aber ich brauche die Sprache zum Beispiel für den nächsten Karriereschritt. Ich brauche es, weil meine Firma auf Englisch umstellt und so weiter. Und wenn man sich das anschaut, dann haben wir eine Lernzeit, das übrigens alles durch Gutachten belegt. Also unser Hauptkooperationspartner ist die Universität Mainz. Wir arbeiten aber auch mit der Uni Frankfurt zusammen. Aber hier das Gutachten möchte ich Ihnen gerne zeigen. Das heißt, wir vergleichen das Ganze gerne mal mit der Abendschule. Wenn man sagt A2+, vielleicht haben wir ja auch Sprachlehrer da, die sich mit sowas auskennen, dann sagen wir im klassischen Abendschulbetrieb ja ungefähr 48 Monate. Also da geht man dann 4 Jahre in so eine Abendschule, einmal in der Woche und hat dann nach 4 Jahren im Idealfall A2+. Im Studium, das war jetzt unser Ansatz bei der Uni in Mainz, dort hatten wir Studenten, die kein Wort Spanisch gesprochen haben. Jetzt konnten wir sehr, sehr gut vergleichen, weil man kann ja beim Sprachenlernen keine Doppelblindstudie machen. Also da kann ich auch keinen Placebo-Effekt machen, weil der muss ja lernen aktiv. Das kann man ja nicht wegbiegen, das Thema. Aber wir wussten oder wir wissen, dass dort 4 Semester Spanisch studiert werden, um A2+ zu erreichen. Wenn man so ein Business-Training
Online-Training nimmt, wo man sagt, okay, man gibt richtig Gas, man hat Face-to-Face mit einem Trainer, dann kommt man schon auch in 9 Monaten auf A2+, ne, wenn man sich da ein bisschen motiviert. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir das in 3 Monaten anbieten. Nachgewiesen, also wie gesagt, mit über 30.000 Kunden. Ist also ein absoluter fixer Wert. Jetzt wird es aber eigentlich erst richtig interessant, wenn wir uns die Stundenanzahl dazu anschauen, ja, weil die Stunden sind ja gerade für Menschen, die sehr wenig Zeit haben, der wirklich limitierende Faktor. Dann haben wir in so einer Abendschule zum Beispiel 400 plus Stunden. Ja. Dann haben wir im Studium ungefähr 200 Stunden mit Homework. Ja. Also das heißt, wir haben dort junge Menschen, die lernfähiger sind, die komprimierter lernen, ne, also die quasi einfach auch 3-mal, 4-mal in der Woche Unterricht haben. Das heißt, da ist die Wiederholungsrate schon höher. Das heißt, da komme ich schon runter auf 200 Stunden. In so einem Business-Coaching bin ich in der Regel bei 170 bis 190 Stunden und bei uns sind sagenhafte 35 Stunden. Das heißt, wenn ein 50-Jähriger lernt, können es auch mal 40 oder 45 Stunden sein. Aber tatsächlich sehen Sie, was da eigentlich für eine Dimension auch da ist an aktiver Lernzeit. Es ist natürlich ein bisschen fies allen anderen gegenüber, weil bei uns steckt in der Zeit, in der gleichen, also in diesen 3 Monaten stecken 450 bis 500 Stunden passives Hören über Neos. Aber wie gesagt, das können Sie in der Arbeit machen, beim Autofahren, beim Schlafen, abends beim Fernsehschauen. Es kostet Sie nicht eine Minute Ihrer Zeit. Es ist tatsächlich passiv und völlig unbewusst. Ne? Und wenn man sich da jetzt noch die Kosten dann dazu anschaut, dann kommt man schnell dahinter. Also richtiges Business-Training, 4.000 Euro, kann man auch mal 10.000, 15.000 investieren. Ja? Abendschule auf 4 Jahre gerechnet, reden wir über 1.300 Euro. Bei uns ist es so, dass Sie eine Hardware, also den Neos, der ja einen USB-Anschluss hat, also das heißt, die Hardware verwenden Sie im Normalfall für mehrere Jahre und der reine Sprachkurs kostet nur 199 Euro. So ein Paket würde 1088 kosten. Für Neukunden haben wir so ein Paket, dass Sie nur die Hardware bezahlen und das hat einen sehr einfachen Hintergrund. Den ersten Sprachkurs und die ersten Mentaltrainings schenken wir Ihnen dazu, weil wir Ihnen im Gegensatz zu allen anderen Sprachlerninstituten eine Erfolgsgarantie geben. Das heißt, bei uns können Sie 30 Tage lang testen, ausprobieren, ob das für Sie funktioniert. Und Sie können sagen, also Coberg funktioniert alles nicht für mich, packen das Ding ein, schicken das zurück, Thema ist erledigt. Ja. Also das möchte ich Ihnen nur sagen, wir sind tatsächlich das einzige Sprachlerninstitut, zumindest nach meinem Kenntnisstand in Europa, das eine Erfolgsgarantie ausspricht im Sinne von, wir geben das Geld zurück, wenn das nicht funktioniert für den Training, für den User sozusagen. Und wir haben, weil die Frage jetzt auch gerade kam, wie sieht es mit höheren Leveln aus? Also wir haben derzeit im Angebot Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch, jeweils in Einsteigerlevel A1, A2 und wir haben Chinesisch in A1 und wir haben Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch in B1, B2, das ist sozusagen der fortgeschrittenen Level. Und in Englisch, das haben wir aber auch tatsächlich nur in Englisch, den Level C1. Ne? Also das heißt, wir können hier schon relativ breit das Ganze abbilden. Und wenn Sie da Interesse haben, mal so einen Test zu machen oder falls Sie auch als Sprachtrainer unterwegs sind, dann können Sie natürlich mit unserem System auch Ihre Schüler quasi bedienen mit eigenen Lerninhalten. Ja, also das Ganze können Sie auch, wie gesagt, völlig frei über USB-Anschluss bestücken mit MP3-Files. Wir können im Prinzip, wenn wir in der Kooperation mit Assimil sind, dann haben wir zum Beispiel über 30 Sprachen. Also da kann man auch Arabisch, Türkisch, Niederländisch, was auch immer, dann verwenden. Aber tatsächlich ist es so, dass wir diese 4 Hauptsprachen, also Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch haben, für ein Steiger fortgeschritten und dann haben wir Chinesisch sozusagen für den Level A1. Da gehen wir aber ganz viel auf Phonetic-Training, auf ich sage jetzt mal auf die Basis. Also wir haben dort keinen Kurs, wo ich sagen würde, dass es tatsächlich, dass sie in der Lage wären, fließend Chinesisch zu sprechen. Ja, das ist aber auch nicht der Anspruch unserer Klientel, die wir damit bedienen. Ja, damit haben Sie mal so einen ersten Eindruck gehabt. Also bei mir ist auch der Theo, mein Kollege, ist hier mit im Chat drin. Also wenn Sie Interesse haben, dann schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail-Nachricht. Ich gebe mal ganz kurz unsere E-Mail hier auch mit rein.
Sie können uns jederzeit unter service@cosis.de erreichen. Und genau, Deutsch als Fremdsprache schreibt Silvia gerade. Jetzt mache ich mir mal den Chatbereich ein bisschen größer, damit ich das hier besser verfolgen kann, was Sie alles fragen. Weil ich denke, dann können wir jetzt die nächsten 10 Minuten, die wir noch haben, können wir noch gut auf Fragen eingehen. Deutsch als Fremdsprache, also wir haben Deutsch und Englisch auch für Chinesen. Das ist aber tatsächlich der einzige Part, den wir im Moment in Deutsch als Fremdsprache haben. Aber wir planen noch weitere Sprachen, das ist richtig, ne? Also wir sind dabei, weitere Sprachen aufzusetzen. Auch unser Sprachsystem wird weiter optimiert. Auch die Hardware ist in den letzten 20 Jahren in 10 Generationen weiterentwickelt worden. Also da gibt es immer relativ viel bei uns. Also wie gesagt, auch wenn Sie als Lehrkraft Interesse haben, als Privatlehrer, da gucken Sie sich einfach unsere Webseite um. Vielleicht noch ganz wichtig, dieser Link cosis.de/Angebot. Diesen Link auf ein 790-Euro-Paket finden Sie nur dort. Ne? Das gibt es nicht offiziell auf der Webseite. So etwas biete ich nur hier in solchen Vorträgen an. Ne? Dann fragt jemand zum Dekodieren, spricht man dann nur die Zielsprache nach oder genau, man spricht nur die Zielsprache nach. Es ist also tatsächlich so, dass wir die Übersetzung nur verwenden als Krücke. Also das heißt, Sie hören immer Englisch, Sie sprechen auch Englisch, wenn Sie Englisch lernen, aber Sie können mit den Augen immer die Zeile nach unten rutschen, um die Wörter zu verstehen. Ne? Genau, Englisch C1 ist die Frage von Beate, Business oder Allgemeinsprache. Eine sehr schöne Frage, haben wir tatsächlich 2 Kurse. Wir haben einmal ein Conversation Training, das ist tatsächlich eher Mainstream, also wir arbeiten da mit Vortragsvideos von der Plattform TED.com, vielleicht kennt es der eine oder andere. Und da haben wir eine Version, die heißt bei uns Conversation Training, da ist eher also mehr Allgemeinwissen und so weiter drin. Und dann haben wir aber auch ein klares Business Training, also wenn jemand sagt, ich brauche das wirklich fürs Business, da ist dann sehr viel Politik, Wissenschaft etc. Ne? Ich kann den Link, genau, der schreibt jemand gerade, der ist nicht im Chat zu sehen. Ich tue den mal hier rein. Moment. cosis.de/Angebot, dann können Sie direkt da draufklicken. Ne? Genau, KB fragt, wie lässt sich erklären, dass man die Aussprache mit Ihrem Gerät so perfekt wie eine Muttersprache lernen kann? Also genau, bei der arabischen Phonetik oder auch Chinesisch gleich nochmal dazu, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Das ist auch nicht in 3 Monaten zu realisieren. Ja? Das möchte ich ganz, ganz klar sagen. Warum lässt sich das erklären? Also jetzt mal rein aus neurowissenschaftlicher Sicht ist es so, dass Sie nichts sprechen können, was Sie vorher nicht hören. Ne? Und natürlich werden zum Beispiel chinesische oder arabische Laute in anderen Bereichen hier auch im Halsbereich produziert. Da liegen sie völlig richtig. Also das, was KB gefragt hat. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass wir, ich sage jetzt mal rein von der körperlichen Basis her, logischerweise in der Lage sind, sowas zu sprechen. Wir können es nur nicht, weil wir es nicht hören. Ne? Also das heißt, wir müssen es ganz, ganz oft hören, damit wir das nachahmen können. Das ist eigentlich alles, ja? Genau. Genau. Als Sie das fragen, können Sie ein bisschen mehr über die Methode des Lernprogramms erklären? Also ich denke, das war jetzt eigentlich der Inhalt des Vortrags, ja? Sie können aber gerne, wenn Sie sich noch einen ausführlicheren Vortrag von mir anschauen wollen, ich gebe Ihnen mal noch einen Link durch. Ich habe ein etwas längeres Webinar, das dauert etwas mehr als 1 Stunde. Das finden Sie auf sprachen.cosis.de. Ne? Also gerade an Alcides Navarro, wenn Sie möchten, gerne dort drauf gehen. Ich gehe davon aus, Sie sind Spanier. Ich habe auch einen spanischen Kollegen bei mir in der Firma, den Carlos, Muttersprachler, der ist deutlich besser in Spanisch als ich. Mit dem können Sie auch gerne einen Gesprächstermin auf Spanisch vereinbaren. Ne? Silvia fragt, kann man den Vortrag nachhören? Also ich denke ja, weil das wurde aufgezeichnet, aber da müsste ich jetzt den Herrn von Expolingua nachher dann nochmal fragen, aber ich glaube, da gibt es eine Aufzeichnung davon. Ne? Ansonsten gerne Silvia auch auf sprachen.cosis.de, dann ist es nicht genau dieser Vortrag, aber eine etwas längere Version.
Esther fragt, gibt es Nebenwirkungen? Also tatsächlich ist es so, dass der Neos als solches, ne, also ist rein biokompatibel. Es ist so, dass der die Gehirnaktivität ausgleicht und man hier keine Nebenwirkungen hat als gesunder Mensch. Es gibt aber ein Ausschlussverfahren, und zwar, wenn jemand Medikamente nimmt, die auf das Nervensystem wirken. Ne? Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, auch ein hoher Drogenkonsum wäre ein Problem, also alles, was die Gehirnaktivität lähmt. Ritalin wäre ein Problem, Antidepressiva. Ne? Also wenn ich sage, ich bin sehr krank und ich habe Medikamente, um meine Hirnaktivität in irgendeiner Form zu beeinflussen, dann wäre es tatsächlich nicht ratsam, mit dem Neos zu arbeiten. Ist aber in unseren Bedienungsanleitungen und so auch alles genau erklärt. Ne? Thomas fragt, während dieser 3 Monate geht man 2 Niveaus weiter, wenn man von Anfang an beginnt, also keine Vor-, genau, also das ist A1 und A2, ne? Also das ist ja, da gibt es ja diese klassischen Aufschlüsselungen, also ich vergleiche es mal mit Schulunterricht, da würden wir über etwa 4 bis 5 Jahre sprechen, ne? Also was man bei uns in den 3 Monaten durchziehen kann, ne? Genau. Dann fragt Lulu, pro Neos ist eine Sprache geladen, das heißt für die zweite, nein, genau, das ist ganz entscheidend. Die Hardware ist immer die gleiche, Lulu, das heißt, Sie kaufen einmal das Paket für 790 Euro und wenn Sie sagen, ich bin jetzt mit Englisch fertig und ich möchte Spanisch lernen, dann kaufen Sie nur einen Spanischkurs, der dann 199 Euro kostet. Also das heißt, deswegen ist die Berechnung eigentlich nicht ganz richtig. Ich habe das ja nur für das Paket dargestellt. Wenn Sie sagen, Sie lernen 4 Sprachen, ist das Paket eigentlich wesentlich günstiger. Also das heißt, Sie haben hier eine USB-Schnittstelle. Ich zeige das mal in der Kamera. Da kann man quasi seinen Computer damit verbinden. Bei unserem Sprachkurs haben Sie die ganzen Audio-Files und Sie bestücken Ihren Neos dann einfach mit Spanisch, Italienisch, Französisch, whatever. Ne? Oder auch mit ganz eigenen Lerninhalten, mit Mentaltrainings. Also da gibt es ganz viel. Sehr schön. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz, ob ich irgendeine Frage übersehen habe. Aber ich glaube, ich habe alles erwischt. Genau. Ja, ich denke, wir sind soweit. Genau. Genau, jemand fragt nochmal, 30 Minuten pro Tag, ganz genau. Das wären dann die 45 Stunden für A1 und A2 Niveau. Also das wäre, also bei 30 Minuten am Tag, wir empfehlen Minimum 2 mal 10 Minuten. Das wären dann so diese 30 Stunden. Wenn man sagt 3 mal 10 Minuten, also ich habe mir das für mich als Routine zum Beispiel so aufgebaut, in der Früh 10 Minuten, Mittag 10 Minuten, abends 10 Minuten. Dann würde man auf insgesamt 45 Stunden kommen, dann ist man mit A1 und A2 durch. Ne? Genau, Katja fragt, weitere Sprachen? Absolut, gell? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Der Link ist immer noch nicht sichtbar. Ich schreibe ihn noch mal rein. Kosis.de Angebot. So, jetzt hoffe ich, ach, an alle Gesprächsteilnehmer, Entschuldigung, ich habe leider den falschen Link. So, jetzt müsst es, jetzt müsste es funktionieren, okay? Gut. Genau. Dann fragt Reinhard, Neos für Hörgeschädigte oder Logopäden? Also Logopäden sind ganz, also die setzen das jetzt nicht unbedingt zum Sprachtraining klassisch ein, ne? Aber wir haben ganz viele, also wir haben ein Netzwerk aus über 1000 Therapeuten. Ja? Da sind auch viele Logopäden dabei. Kann man auf jeden Fall machen, würde aber jetzt hier den Rahmen sprengen. Ne? Also das ist aber ein Riesenthema. Ne? Genau, Sojana fragt, kann man bei Ihnen auch mitarbeiten an der Entwicklung? Gerne, Sojana, da würde ich Sie bitten, auch an service@kosis.de zu schreiben. Schreiben Sie mir bitte, dass Sie heute in dem Vortrag waren, dann kriege ich diese E-Mail von meinen Mitarbeitern weitergeleitet, dann würde ich mich bei Ihnen melden. Bitte mir dazu schreiben, welche Muttersprache Sie sprechen und welche Sprachen Sie quasi miteinander verbinden können. Wäre sehr spannend. Ne? Genau. Dann fragt jemand, wenn man es über Nacht 8 Stunden laufen lässt, hätte man nach 7 Tagen, nein, also der Neos, ja, der wird in diesen 3 Monaten zwischen 450 und 500 Stunden genutzt. Also mit dem Neos arbeite ich unbewusst jeden Tag 8 Stunden, bewusst trainiere ich dagegen aber 20 bis 30 Minuten. Also das ist schon, also der Neos ist quasi die erste Säule, das aktive Lernen ist die zweite Säule, das Sprechen ist die dritte Säule.
Genau. Dann fragt Alcides, ah ja, genau, kann ich stattdessen ein Handy benutzen? Nein, geht leider nicht. Wir haben in der Hardware, also das Funktionsprinzip ist, wir erzeugen eine Ultraschallträgerfrequenz, die über Kontaktvibration auf die Haut aufgebracht wird. Dafür brauche ich eine spezielle Hardware und das ist in diesem Fall der Neos, ne? Das heißt also, man kann sozusagen nicht über ein Handy oder über einen reinen MP3-Player sowas benutzen, ne? Genau. Mitarbeiten gerne an service@cosis.de, ganz genau. Ne? Einfach eine E-Mail an uns schreiben, sind wir jederzeit gerne für Sie da. Ne? Super. Dann jeden Tag 30 Minuten bewusst, 8 Stunden unbewusst, ganz genau. Also das selber üben sind die 30 Minuten. Ne? Also das nochmal. Also man hat wirklich 20 bis 30 Minuten aktives Lernen. Genau, man hört nur die Dialoge. Ne? Also der Input sind die Dialoge. Und nachdem ich die Wörter verstanden habe, also wir lernen quasi Wörter nur im Kontext. Ne? So wie ein kleines Kind, das hört ja den Dialogen der Eltern zu und aus diesen Dialogen heraus setze ich mir sozusagen mein Verständnis der Sprache zusammen. Also vielleicht das auch noch bei diesem A1, A2 Einsteigerpaket. Ne? Da ist es so, dass wir tatsächlich ungefähr 10.000 Wörter haben mit 3.000 Unique Words. Und das Interessante dabei ist, dass Sie mit diesem Sprachkurs dann etwa 1.500 Wörter im Kontext sprechen. Na, deswegen ist das freie Sprechen daraus dann eigentlich schon ergeben. Wladimir fragt nochmal, wird der Link immer 790 € kosten? Nee, es ist tatsächlich so, dass diese Angebote in der Regel immer, das habe ich ganz vergessen zu sagen, danke für die Erinnerung, ja, dass diese Angebote immer auf 10 Tage beschränkt sind, ne? Also das heißt, einfach jetzt die nächsten 10 Tage ganz in Ruhe anschauen, und dann können Sie sich das Paket holen zu dem Preis, ne? Als Neukunde. Das ist immer nur für Neukunden gültig, ne? Genau, Victoria fragt nochmal, dass Neos ursprünglich nicht für Sprachenlernen entwickelt wurde. Also ich sage mal so, die Kernidee war eigentlich, das Ganze im Mentaltraining einzusetzen. Ist auch nach wie vor ein großes Bein in unserem Unternehmen. Das heißt, wir haben drei Bereiche. Wir haben Bereich Sprachenlernen, was ich Ihnen heute gezeigt habe. Als zweites Bein haben wir in unserem Unternehmen den Bereich Mentaltraining. Und das dritte Bein ist also sind Gesundheitsanwendungen. Ja? Und diese drei Bereiche, wenn Sie, ich kann da noch reinschreiben, wenn Sie sich das anschauen wollen, dann klicken Sie einfach mal auf kosis.de. Da finden Sie einen sehr guten Überblick sozusagen über das, was wir als Unternehmen tun. Wie gesagt, also Sprachenlernen ist ein Drittel unseres Geschäftsfeldes. Gut, dann würde ich sagen, wir haben noch 1, 2 Minuten. Das heißt, ich glaube, wir haben alle Fragen soweit durch. Hab mich sehr gefreut, dass Sie alle dabei waren. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann noch einmal an anderer Stelle. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der Expo Lingua. Für mich toll, wie das ganze Konzept hier anläuft. Vielen Dank auch an das Team von Expo Lingua. Und wie gesagt, wenn ich jetzt nicht mehr alle Fragen beantworten konnte, dann schreiben Sie bitte einfach an service@cosis.de. Oder Sie besuchen uns auf dem Messestand. Dort ist mein Kollege, der Theo, der wird Ihnen dann die Fragen auch gerne noch beantworten. Alles Gute, alles Liebe und ja, macht's gut.